Wir werden in diesem Zentrum jetzt noch verstärkt die Medizinstudierenden ausbilden können, Ärzte ausbilden können. Wir werden aber auch die Gesundheitsversorgung in Mwanza dadurch verbessern, dass wir dort schon tätige Ärzte nach dem hiesigen Standard weiter qualifizieren, weiter ausbilden. Sei es, dass die Kolleginnen und Kollegen nach Würzburg kommen und hier in unseren Kliniken diese Ausbildung bekommen. Aber es gibt eine ganze Reihe von Würzburger Kollegen, die schon signalisiert haben, sie sind offen, auch für einige Wochen, Monate nach Mwanza zu reisen und dort diese Ausbildung vorzunehmen. Wir sind sehr beeindruckt von der Partnerschaftlichkeit des Vorhabens. Also zum einen betrifft es die Kooperation zwischen Mwanza und Würzburg. Es sind eben nicht nur die Experten aus Würzburg, die nach Tansania ausreisen, um dort ihre Expertise zu transportieren, sondern die afrikanischen Experten werden auch sehr viel Zeit hier in Deutschland verbringen. Hier können wir eine echte Augenhöhe beobachten. Ein ganz wichtiges, schon in der Vergangenheit gut bearbeitetes Projekt ist die Schistosomiasis, eine durch einen Parasiten hervorgerufene Infektionskrankheit, die in der Gegend um den Viktoriasee sehr weit verbreitet ist, fast die gesamte Bevölkerung dort betrifft. Wir wollen auch gezielt mit einem neuen Studiengang, der für sowohl Studierende aus Mwanza als auch aus Würzburg offen ist, gezielt Themen adressieren, die in unseren normalen Medizinstudiengängen nicht erfasst sind. Eine der ersten Maßnahmen, die wir im Rahmen der Arbeiten des Zentrums angehen wollen, ist der Aufbau dieses Studiengangs. Unser Ziel ist, ihn in 2 Jahren so konzipiert zu haben, dass die ersten Studierenden eintreten.